Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich bin jetzt auch mal wieder da und heute gibt es eine neue Ausgabe der Creeper Games News. Es sind jetzt schon etwas ältere News, aber ich würde sie trotzdem auch gerne mal vorgelesen haben, weil sie bestimmt einige von euch noch nicht kennen. Und zwar wisst ihr ja, dass ab CDBit 13 bis CDBit 16 dort alle ein paar Problemchen hatten. Wir können jetzt mal gucken, /Portal, ob die immer noch im Wartungsmodus sind, Leute. Die müssten jetzt eigentlich wieder voll funktionstüchtig sein, so wie ich das jetzt erkannt habe. Natürlich, ja, sind jetzt wieder voll funktionstüchtig, Leute. Wir können jetzt mal eben schnell auf 3. Und zwar gab es anscheinend irgendwelche Probleme und die haben jetzt vor ein paar Tagen, sage ich jetzt mal, hatten die schon auf CDBit 1, 2, 3, 4 und 6 neue Hardware draufgespielt, die Bugs fixen soll. Und die haben sie jetzt auch von CDBit 13 auf CDBit 16 gemacht, was ich sehr nice finde. Da jetzt hier weniger Bugs gibt und weniger Lags angeblich, soll es jetzt hier das weniger geben. Was ich jetzt immer eher nicht denke, Leute, weil ihr kennt ja alle Creeper Games und ihre Updates. Meistens macht das eh noch schlimmer, als es sowieso schon ist. So, Leute, die nächste News ist, dass der neue Slow Shed wurde jetzt um 10 Sekunden erhöht. Also mit Slow Shed wurde jetzt um 10 Sekunden erhöht, Leute. Also der Chat ist jetzt einfach länger. Was ist das für ein Schild? Hallo. Schild. Bin auf K. Ah ja, stimmt, das habe ich ja mal. Slow Shed und Clear Shed wurden angepasst. Und sie haben jetzt einen festen Cooldown, Leute, was ich auch sehr, sehr nice finde. Also Cooldown, wie soll man das sagen, ist ein bisschen schwer zu sagen. Dass sie im Prinzip länger funktionieren, heißt das. Und das halt mit der neuen Hardware, Leute, das jetzt auf das gespielt wurde. Gut, das war's dann eigentlich auch schon von dieser Creeper Games News. Zum Abschluss würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao. Und ja, Leute, ciao.